Glücklicherweise sind wir in den letzten Jahren jährlich stark gewachsen. Und der Anteil an EPUs hat natürlich auch deutlich zugenommen. Und das in unterschiedlichen Kategorisierungen von einem hohen Spezialfachwissen, wo er sagt, ich will nicht mehr im normalen Leben, sondern will mein eigenes Unternehmen sehen. Und die Zahlen, die sind ja auch dann hier präsentiert worden, werden hier präsentiert. Für uns ist es einfach wichtig, wie stark sie am Gesamtvolumen der Kärntner Wirtschaft beteiligt heute sind. Mehr als 50% sind, ich mag diesen Begriff EPU nicht so gerne, das sind kleine Unternehmen, weil es für mich schon immer wieder ein Indiz ist, jedes große Unternehmen ist einmal klein gewesen und hat begonnen und mit den unterschiedlichsten Ausformungen sagt man, ich will mein Wissen so einteilen, wie ich das gerne für richtig halte, aber es ist ein unveränderlicher, unüberlegbarer, haben sie ihren Platz in der Kärntner Wirtschaft und sind für das gedeihliche Vorkommen der Kärntner Wirtschaft nicht ersetzbar. Also EPU, es gibt ganz verschiedene Arten von EPU. Es gibt also der überwiegende Teil ist EPU, das heißt, er ist Einpersonenunternehmer und sonst nichts beruflicherweise. Aber es gibt ca. 20%, die neben der selbstständigen Tätigkeit auch eine unselbstständige Tätigkeit ausüben. Es gibt auch EPU, die mehrere Unternehmen haben, also Mehrfachunternehmer sind. Und es gibt die kleine Gruppe, aber feine Gruppe, so jeder Zehnte, ist neben der Pension auch ein Einpersonenunternehmer. Ja, im Großen und Ganzen ist es auf jeden Fall die Flexibilität selbst zu arbeiten, wann ich will, wo ich will, wie ich will. Dann hat es auch viel mit dem Thema Selbstverwirklichung zu tun. Viele unserer Mitglieder kommen einfach drauf, dass sie Dinge, Abläufe anders machen können, als es oft in einem großen Unternehmen der Fall ist. Und deswegen wagen sie dann den Sprung in die Selbstständigkeit, um genau das umzusetzen, so wie sie sich ihre Arbeitsweise vorstellen. Na, wir haben natürlich sehr frühzeitig immer geschaut, was sind die Rahmenbedingungen, sodass kleine Unternehmen, Jungunternehmen schneller vom Platz kommen, sodass es auch attraktiv ist, sodass man nicht sagt, ich werde noch bürokratische Hürden werden noch hineingetan. So sind natürlich die geringwertigen Wirtschaftsgüter, so sind natürlich auch die Abschreibemöglichkeiten, so sind natürlich Sozialversicherungsthemen wesentliche Themen für kleine Unternehmen. Wir wollen diese wichtige Unternehmergruppe der Einpersonenunternehmen eine Stimme geben, vertreten, Forderungen aufstellen und diese Forderungen mit Nachdruck zum Erfolg bringen. Ja, es hängt sicher damit zusammen, dass ich sehr viele Rollen erfüllen muss. Deswegen auch ein hohes Maß an Disziplin. Und natürlich auch die Möglichkeit, mich in viele Dinge einzuarbeiten, was einerseits ein Vorteil sein kann, andererseits aber auch etwas ist, was viel von mir abverlangt, weil ich ja nicht nur die Rolle des Vertriebs, des Buchhalters, sondern auch der des Spezialisten in einer Person vereinen muss. Und da sehen wir dann schon ganz stark, dass diese Personen auch mit ihrer Disziplin sehr, sehr gut in Teams sich einfügen können, weil sie es ja tagtäglich machen müssen. Es gibt hier sehr verschiedene Statistiken, also es gibt die Mitgliederstatistik der WKO, es gibt aber auch die Arbeitskräfteerhebungsstatistik Austria-Zahlen, aber es pendelt sich alle bei ca. 60%, knapp 60% ein, also knapp 60% der Unternehmen in Österreich sind EPU. Eines unserer größten Erfolge ist auf jeden Fall die Rechtssicherheit für unsere EPUs darzustellen. Auch ein großer Erfolg war dieses Krankenentgelt bei längerem Ausfall, dass wir hier eine Versicherung haben, weil als EPU sonst keiner zahlt. Ja, also das ist uns ein wichtiges Thema gewesen. Und auch die Reduzierung der Beitragspflichten bei der SVA von 50% des Selbstbehaltes, wenn wir unsere Gesundheitsziele einhalten. Nee,
im Wesentlichen sollte man aus meiner Sicht ganz einmal grundlegend die Umsatzgrenze erhöhen und damit eine pauschale Buchhaltung möglich zu machen. In dem Ausmaß, in dem wir arbeiten, ist es viel zu komplex, was wir eigentlich dafür administrativ zu erledigen haben. Dann ist das große Thema Arbeiten im Wohnungsverband. Wenn ich starte und ich kann mein Homeoffice nicht absetzen, weil die Rahmenbedingungen absolut antiquiert sind, tue ich mir natürlich sehr schwer. Hier ist die Absetzbarkeit des Wohnungsverbandes ganz vorrangig zu behandeln. Und die Grenze der geringwertigen Wirtschaftsgüter ist auch unter den Top 3. Warum? Momentan 400 Euro pro Wirtschaftsgut. Wir arbeiten aber gerade in der digitalen Welt mit Betriebsmitteln, die wesentlich teurer sind. Und hier fordern wir 1.500 Euro Absetzbarkeit.